Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frag Bosch. Heute beantworten wir die Frage von Mario. Warum nimmt die Akkuleistung mit der Zeit ab und wie funktionieren normale gegenüber Schnellladeakkus? Ja, hier muss man unterscheiden, was für einen Akku man hat. Also es gibt ja noch diese Nickel-Cadmium-Technik oder auch Nickel-Metall-Hydrid-Technik. Bei diesen Akkus hat man tatsächlich einen Leistungsverlust über die Jahre hinweg. Das heißt, wenn der Akku älter ist, merkt man, dass man schneller laden muss, dass der Akku nicht mehr so leistungsfähig ist und dass die Akkukapazität einfach abnimmt. Bei heutigen Lithium-Ionen-Akkus hat man den großen Vorteil, da passiert es nicht mehr. Diese Akkus sind über die Lebensdauer hinweg fast gleichbleibend, mit einem ganz, ganz minimalen Leistungsverlust nur. Das heißt, der Akku funktioniert bis zum Ende in fast voller Stärke und irgendwann mal ist der Akku eben defekt oder kaputt aufgrund der Ladezyklen, die erreicht sind oder aufgrund des Alters des Akkus und dann fällt er einfach plötzlich aus. Also auch hier ist die Lithium-Ionen-Technik auf jeden Fall vorteilhafter gegenüber der Nickel-Cadmium-Technik, weil da hat man bis zum Ende fast die volle Energie. Die normalen Akkus gegenüber Schnellladeakkus, die Frage ergibt sich eigentlich bei Akkugeräten nicht, was Elektrowerkzeuge betrifft, denn hier gibt es keine verschiedenen Akkus, die schnell oder langsam geladen werden können, denn alle Akkus sind identisch, was die Zellen betrifft. Es gibt nur verschiedene Ladegeräte, die etwas schneller laden oder die etwas langsamer laden, aber auch hier ist die Technik so weit, dass man heutzutage nicht mehr sagen kann, schnell laden oder langsam laden ist besser oder schlechter für den Akku. Man hat einfach schneller den Akku wieder einsatzbereit, wenn man schnell ladet. Gerät hat, aber den Akku selber schadet es nicht. Ja, ich hoffe, ich habe deine Frage damit beantworten können. Wünsche weiterhin viel Spaß beim Heimwerken. Bis bald, euer Dino.